Herzlich willkommen wieder zu Doppelsprosse. Wir machen jetzt heute Granatapfel entsaften. Das heißt, da haben wir hier nochmal den Handentsafter von Landmann. Landland, genau. Und der ist sehr gut. Beispielsweise für so eine Form, zum Beispiel für Orangen, Äpfel, Granatapfel. Äpfel, ja, geht so, aber kann man trotzdem nutzen. Und jetzt schneidet ihr das in der Mitte durch. Genau. Dann habt ihr die coole Konsistenz. Immer ganz darauf achten, dass da keine Schimmelstellen sind, ja, beispielsweise, die am besten dann mal rausschneiden, aber hier sehe ich jetzt gar keine Schimmelstellen. Deswegen, genau, dann gebt ihr die Granatapfel drauf. Genau, und müsst richtig pressen. Das ist jetzt ein bisschen stärker, ne? Genau, das seht ihr jetzt die Flüssigkeit fließen hier vorne, ne? Ja. Genau, das ist nichts. Genau. Das drücken. Ja. Bei Granatapfel ist es ein bisschen extrem. Mehr Arbeit. Genau. Genau. Und dann habt ihr das alles im Saft jetzt sozusagen. Genau. So sieht das dann aus. Frisse. Ist alles weg schon. Ja. Und dann habt ihr hier euren eigenen selbstgemachten Grapes Fruitsaft in ein paar Sekunden fertig. Ist jetzt halt nicht so die Mainstream-User Qualität, aber ist auch sehr gut deswegen. Genau. Euer Digi. Stay tuned.